Apropos Auto, Schluss mit Stau und schlechter Luft in der Stadt, also weg damit. Wir zeigen Ihnen, wie das geht, also um ehrlich zu sein, nicht wir, sondern die Spanier. Autos, die Häuser aufladen, futuristische Straßenlaternen oder ganze Wohnblöcke, die der Natur zurückgegeben werden. Barcelona gilt als absoluter Vorreiter in Sachen Städteplanung mit vielen smarten Ideen. Wie funktioniert das alles und vor allem, was können wir von Barcelona lernen? Um das zu beantworten, hat sich mein Kollege Tim Grübel die smarte spanische Metropole mal ganz genau angeschaut. Barcelona 1997. Die Stadt versinkt im Smog. Der Verkehr bricht fast täglich zusammen. Niemand ahnt, dass diese Stadt einmal Vorbild sein könnte für die ganze Welt. Doch genau das ist passiert. Barcelona 2021. Die Stadt ist nicht wiederzuerkennen. Kinder spielen mitten auf gesperrten Hauptstraßen. Der öffentliche Nahverkehr boomt und Städteplaner aus der ganzen Welt kommen hierhin, um sich Konzepte abzuschauen. Barcelona scheint das gemeistert zu haben, was alle Städte in Europa erreichen wollen. Eine wirkliche Verkehrswende. Und ich möchte herausfinden, was das Geheimnis der spanischen Smart City ist. Direkt zu Beginn meiner Recherche fällt mir auf, überall in der Stadt werden gerade Sensoren verbaut, die Daten sammeln. Tausende soll es in der ganzen Stadt geben. Sie sind teilweise sogar in Mülleimern versteckt und selbst die Straßenlaternen sind in Barcelona mittlerweile smart. Aber was bringt das alles? Ich bin mit Alessandro Caviasca verabredet. Er ist der Erfinder der smarten Straßenbeleuchtung. Für ihn sind Daten die wichtigste Grundlage, um Städte in der ganzen Welt zu verändern. Wenn du etwas nicht messen kannst, kannst du nicht handeln. Erst wenn wir Daten haben, verstehen wir die Situation. Und das ist der erste Schritt. Alessandro hat zusammen mit seinem Team über 5 Jahre lang am sogenannten Solar Hub geforscht. Eine futuristische Straßenlaterne voller Sensoren. In den Solar Hub haben wir viele verschiedene Sensoren verbaut, die zum Beispiel die Luftqualität messen können. Damit lösen wir ein riesiges Problem. Wir können jetzt ganz genau sehen, an welchen Punkten es hakt und wie die Luftverschmutzung in unseren Städten gerade ist. Die Solar Hubs werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Die Straßenlaternen überwachen immer einen bestimmten Bereich. Die Sensoren scannen die Umgebung und sammeln Daten rund um die Uhr. Die smarten Laternen schicken die Daten dann selbstständig an eine gemeinsame Cloud. Dort werden alle Informationen gesammelt. Ein Algorithmus verarbeitet dann diese Daten und verwandelt sie in einen Bericht, der für jeden total einfach zu verstehen ist. Aber was machen die Städte mit den Daten? Alessandro möchte mir einen der neuesten Solar Hubs in Barcelona zeigen. Die Verantwortlichen der Stadt haben ihn vor kurzem direkt an eine beliebte Straße gestellt. Sie wollen verstehen, ob sie hier in diesem Bereich etwas ändern müssen. Hier wollen sie die Luftqualität überwachen, aber auch den Lärm. Ah ja, den Lärm, klar. Merkst du selber, oder? Man kann hier ja kaum zuhören. Wir sehen jetzt über die App den Lärmpegel. Der ist ganz klar im kritischen Bereich. Wir dürfen dieses Limit eigentlich nicht überschreiten. Die Stadt müsste jetzt den Verkehr hier runterfahren und woanders hinführen. Das wäre hier die klare Entscheidung. Und genau das macht Barcelona. Die Verantwortlichen der Stadt haben sich entschieden, einen gewagten Schritt zu gehen. Sie sperren gerade viele Hauptstraßen mitten in der Stadt für den Autoverkehr und bauen sie um. Diesen Platz geben sie jetzt den Bewohnern und der Natur zurück. Das Projekt nennt sich Superblock. Über 500 davon sind entweder schon gebaut oder in Planung. Durch die Sperrung und den Umbau mancher Hauptstraßen entstehen neue Mini-Stadtteile mit Geschäften, Cafés und mehr Platz für die Bewohner. Ich bin mit Dani Alsina verabredet. Er ist Architekt und für die Superblocks in Barcelona verantwortlich. Das Projekt ist mittlerweile so erfolgreich, dass es gerade bei Städteplanern in der ganzen Welt für Aufsehen sorgt.
Es kommen gerade über 100 Städtedelegationen aus der ganzen Welt hier nach Barcelona, um diese Superblocks zu sehen und sich darüber zu informieren. Mit den Superblocks verändern wir die ganze Stadt. Wir machen sie gesünder, mit weniger Luftverschmutzung, weniger Lärm. Wir erreichen so viele Veränderungen mit den Superblocks. Um zu verstehen, wie das Konzept in der Praxis funktioniert, müssen wir uns die Stadt von oben anschauen. Die Städteplaner fassen immer mehrere Häuserblocks zu einem großen Superblock zusammen. Dieser wird dann für den Durchgangsverkehr gesperrt. Autos, Busse und Lkw müssen ihn umfahren. Nur Anwohner können noch mit maximal 10 km die Stunde hineinfahren. Priorität haben jetzt die Fußgänger. Wenn du Autos aus manchen Straßen herausnimmst, dann haben Kinder mehr Platz zum Spielen. Wir wollen, dass Kinder rumtouren. Wir wollen, dass ältere Menschen hierher kommen und in der Sonne sitzen. Jeder kann diesen Raum hier nutzen. Wir haben alleine hier in dieser Straße 6.000 Autos weniger am Tag. Jetzt könnte man denken, dass diese 6.000 Autos auf andere Straßen ausweichen. Aber das ist nicht passiert. Wenn du den Platz für Autos reduzierst, dann gibt es insgesamt auch weniger Autos. Dass der Verkehr in den umliegenden Straßen nicht zusammenbricht, ist wohl die wichtigste Nachricht des Superblock-Projektes. Um das zu schaffen, haben die Verantwortlichen den öffentlichen Nahverkehr massiv ausgebaut. An jeder Ecke gibt es Leihfahrräder. Und jeder, der in Barcelona sein Auto abgibt, darf 3 Jahre lang kostenlos mit den Öffentlichen fahren. So haben die Städteplaner innerhalb kürzester Zeit tausende Autos in der Stadt reduziert. Das Konzept Superblock funktioniert und kommt an. Doch das war nicht immer so. Als wir angefangen haben, den ersten Superblock zu planen, waren die Leute dagegen. Viele Anwohner gehen 2017 gegen die Superblocks auf die Straße. Sie verstehen den Sinn nicht und glauben, mit der neuen Idee die Stadt kaputt zu machen. Sie haben das einfach nicht verstanden. Warum sollten wir das machen? Die Straßen funktionieren doch. Aber wenn du es ihnen erklärst und es vor allem einfach machst, dann sehen sie mit ihren eigenen Augen, was sich verändert, und dann mögen sie es auch. Das ist bei jeder Innovation so. Menschen können sich das nicht vorstellen, bis sie es sehen. Und sagen, hey, das ist wichtig. Gut, dass es jemand erfunden hat. Ich glaube, Barcelona hatte schon immer den Mut, diese Innovationen einfach mal umzusetzen und über Grenzen zu gehen. Barcelona will auch in der ganzen Stadt neue Ideen zulassen. Deswegen ist es der perfekte Ort für junge, talentierte Menschen, ihre Ideen zu testen. Und genau so ein Test findet im Moment in Barcelona statt. In einem riesigen Pilotprojekt versucht ein junges Unternehmen, gerade nichts Geringeres als unsere Energieversorgung auf den Kopf zu stellen. Sie wollen E-Autos als rollende Energiespeicher nutzen und damit in Zukunft Häuser aufladen. Klingt verrückt. Wie kann das funktionieren und was soll uns das bringen? Ich bin mit Eduard Castañeda von der Firma Wallbox verabredet. Er ist der Kopf hinter dieser Idee und hat es geschafft, bereits sein komplettes Unternehmen mit Energie aus E-Autos zu versorgen. E-Autos werden wichtig für uns. Sie sind nicht nur dafür da, um von A nach B zu kommen, sondern werden eine Energiequelle. Die Idee dahinter ist simpel. Durch den Plan der EU, ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zuzulassen, werden in Zukunft nur noch E-Autos durch unsere Städte fahren. Die Autos sind voller Energie, aber 90% der Zeit geparkt. Die restliche Energie in den geparkten Autos bleibt dabei ungenutzt. Überall stehen also kleine rollende Batterien voller Energie. Wir haben unfassbar viel Energie, aber wir müssen es schaffen, diese Energie in den E-Autos richtig zu nutzen. Unser intelligentes Ladegerät kann entscheiden, wo wir die Energie gerade am dringendsten benötigen. Wenn wir in unserem Haus genug Energie haben, dann laden wir das Auto auf. Wenn wir aber Energie brauchen, dann nehmen wir sie aus dem Auto und laden damit unser Haus. Für das Pilotprojekt hat Eduard deshalb eine ganze Flotte E-Autos angeschafft. Diese sind mit dem Haus verbunden und wirken als Batterien.
Damit spart Eduard Geld und schont die Umwelt. In der Nacht laden wir die Autos auf. Dann ist die Energie aus der Steckdose am günstigsten. Und am Tag, wenn wir anfangen zu arbeiten, dann nutzen wir diese Energie aus den E-Autos und können uns damit selbst versorgen. Wenn dann die Sonne anfängt zu scheinen, können wir weniger Energie aus den Autos nehmen. Dann nutzen wir unsere Solarpaneele. Wir können damit mehr als 20% der Energiekosten sparen. Die E-Autos sind für Eduards Firma mittlerweile eine wichtige zusätzliche Energiequelle. Und das System kann in jedes Gebäude integriert werden. Damit die E-Autos auch noch als Fortbewegungsmittel genutzt werden können, regelt eine künstliche Intelligenz, dass immer genug Energie vorhanden ist. Der Algorithmus weiß ganz genau, wie viel wir an diesem Tag verbrauchen werden und wann die Autos wieder aufgeladen sein müssen. Das funktioniert durch eine intelligente Vorhersage, die mit den geparkten Autos verbunden ist. Das, was Sie hier gerade testen, das ist Realität. Das ist nicht nur irgendeine Innovation, die wir vielleicht in 2 Jahren umsetzen. Wir haben die Technologie jetzt bereit und können sie anwenden. Wir können sie in die komplette Stadt integrieren. Damit können wir einen wirklichen Unterschied machen. Barcelona als Smart City entwickelt sich jeden Tag weiter. Es wird immer mehr Technik verbaut. Die Stadt wird digitalisiert. Auch wir in Deutschland können uns diese Ideen und Technologien für unsere Städte abschauen. Doch wenn man sich die Stadt etwas genauer anschaut und die Menschen hier trifft, merkt man, das eigentliche Erfolgsgeheimnis ist nicht die Technologie. Es ist die Motivation der Menschen, die hier in der Verantwortung stehen. Ich wache jeden Morgen auf und weiß, dass es mein Job ist, die Stadt besser zu machen, damit meine Kinder eine bessere Luft haben und ohne Gefahr in der Stadt spielen können. Das macht mich wirklich stolz. Was können andere Städte von Barcelona lernen? Mutig zu sein, Sachen zu erfinden und über Grenzen zu gehen, ohne Angst zu haben. Denn Innovation ist die Lösung. Wenn wir das schaffen, dann werden auch wir in Deutschland bald überall Smart Cities haben und damit Vorbild sein für Städte in der ganzen Welt.